Hey und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht's weiter mit Part 2 zu der 0-Euro-PC aus gratis Ebay-Teilen. Hat er ja gesagt, es gibt zwei Teile und deswegen werde ich gleich auch ganz Jump-Cut-mäßig ins eigentliche Video wieder einsteigen. Ich empfehle, den ersten Teil hierzu gesehen zu haben, damit man auch ein bisschen versteht, was ich hier, oder man versteht wahrscheinlich, was ich vorhabe, aber dann weiß man, was ich vorher schon getan habe, damit das Ganze hier so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also wir springen mal eben ein paar Tage zurück. Ich habe zwei Sachen gefunden. Einmal ein Gehäuse aus Münster und eine Festplatte aus Lingen. Oder besser gesagt vier Festplatten. Und ich habe den eigentlich nur gefragt, ob er mir die beste daraus geben kann, weil ich nämlich bei eBay eine Annonce geschaltet habe, wenn jemand eine Festplatte zu verschenken hat. Dann nehme ich die gerne. Habe aber extra dazu geschrieben, dass es niemand sein soll, der mich kennt, damit ich da keinen Vorteil oder sowas in der Art habe. Und in einer Minute muss ich losfahren, damit ich pünktlich ankomme. Also soll ich diesmal tun. Und diesmal nehmen wir den Golf mit. Und wir müssen ja gleich einen vernünftigen Zeitraffer haben, ne? Die wird echt immer warm, ne? Das ist eine SJ4000. Habe ich mal für 40 Euro oder so gekauft. Aber ich glaube, irgendwann brauche ich mal hier eine andere Action-Cam für Zeitraffer-Zeug. Naja, mal schauen. Wir fahren los und dann zeige ich euch das mal. So, angekommen und sagt man eingesattelt? Weiß ich gar nicht. Guckt euch mal den Trümmer an. Kannst du im Video an sich eh nichts von sehen. Ja, ich bin jetzt in Münster und es waren dann so, also die waren voll nett gewesen. Ne? Also wirklich schön, dass es so nette Menschen gibt. Die haben auch, ja, hier tausendmal Tschüss gesagt. Der Mann von ihr ist noch mit nach unten gekommen, hat mir die Tür geöffnet, weil das echt ein schweres Gehäuse ist. Und ich möchte behaupten, vor 10 bis 15 Jahren war das auch wohl ein High-End-Gehäuse. Also das ist wirklich verdammt groß und schwer. Ja, jetzt hole ich mir noch die Festplatten und ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ich bin gespannt, was in der Tüte drin ist. Da waren nämlich zwei Mainboards drin. Ich konnte es nicht genau sehen, welcher Typ das ist. Also wahrscheinlich Intel, aber es wird langsam dunkel. Es ist doch erst 7:30. Müssen wir gleich wieder Licht anmachen. In der Anzeige wurden eigentlich zwei Gehäuse verschenkt, das andere war jedoch zu klein. Dass ich noch Bauteile dazu bekam, wusste ich vorher nicht. So, da ist der Bomber. Das ist ein cooler Master Stacker, ja, ist ein MIDI Tower, so ein wirklich fettes Ding, hier aus Aluminium, hat ein paar Kratzer, ist ein bisschen dreckig und mit Sicherheit mehr wert als zu verschenken, möchte ich behaupten. Für mich jetzt speziell nicht, aber vielleicht für Sammler oder irgendwas in der Art, weil das, denke ich mal, ein älteres High-End-Gehäuse ist, weil da ist einfach so viel Platz drin, ne? Und habe ich ja gesagt, es gab auch ein paar Goodies dazu, die sind allerdings da drin in einer Tüte. Wenn ich das Ding jetzt aufmache, fällt mir wahrscheinlich alles entgegen. Das mache ich gleich nach einem Schnitt. Und die vier Festplatten habe ich gerade abgeholt aus Lingen. Das war das letzte Eck von Lingen, habe ich das Gefühl. Er meinte auch noch, ja, da sind vielleicht noch Daten drauf. Also die muss ich dann noch löschen. Also habe ich jetzt kein Problem mit, dass ich die löschen muss. Aber das sollte man generell vorher immer tun. Vielleicht ist das doch der Grund, warum Festplatten allgemein nicht verschenkt werden. Weil man entweder keine Lust hat, die zu löschen, vielleicht auch sicher zu löschen, oder sich dann wirklich nochmal die halbe Stunde Zeit nehmen im Internet, wie man die dann wirklich komplett mit Nullen und Einsen überschreibt und so weiter und dann die Zeit, die das noch braucht. Naja, und dann meinte er noch, er hätte noch was anderes gehabt, was er irgendwie wegschmeißen wollte, und dann habe ich gesagt, ja komm, nehme ich mit. Das ist ein Xeon X3330 4x 2,66 GHz. Und weil das Mainboard, was ich ja jetzt schon habe, Sockel 775 ist, kann man da vielleicht per 771 Mod, kann man sich mit Sicherheit auch selber bauen, keine Ahnung, mit dem Tesastreifen, da könnte man die CPU vielleicht drauf verwenden. Es bleibt spannend. So, und ich sehe hier gerade, das ist eine Western Digital Raptor und ich glaube, die Platten, die sind etwas schneller. Ich weiß es aber nicht, da ist ein Acer Aufkleber von 2008 drauf.
Ich weiß nicht, wie die Smart-Werte davon aussehen, aber am meisten interessiert mich jetzt, was da noch dabei gewesen ist. Das werde ich einmal hier. Der Hintergrund ist manchmal blau und manchmal schwarz. Und manchmal hat er auch einen epileptischen Anfall, dass diese Blasen dann super schnell sind. Also wirklich richtig, richtig schnell. Was soll das? Der Inhalt der Tüte mit PC-Teilen enthielt neben kleinen Teilen Folgendes. Ein 460 Watt Sharkoon-Netzteil, zudem ein Floppy-Laufwerk, ein Sockel 775er-Board mit 3 GHz Core 2 Duo und 4 GB RAM, eine uralte Grafikkarte, die vermutlich vormals mit dem grünen 775er-Board betrieben wurde, SATA und IDE-Kabel sowie ein ASRock Z68 Mainboard für Sockel 1155. Das 775er-Board funktioniert, allerdings sind die Halterungen für die RAM-Riegel abgebrochen. Das Netzteil schaltet ein, beim Netzteiltester fehlt jedoch das Power-Good-Signal. Die Spannungen sind jedoch on point in ihrer Toleranz, was mich vermuten lässt, dass es selbiges Signal in älteren Netzteilen noch nicht gibt. Liege ich da falsch? Eine kurze Google-Suche hat mir da leider nicht geholfen. Natürlich will ich jetzt auch wissen, ob das Board funktioniert, also schalten wir es mal ein. Ich habe jetzt einfach nur einen älteren i5 draufgepackt. So, einmal aus und dann wieder an, das wäre gut. Oh! Ah, ich habe keinen Pieper angeschlossen. Ja gut, das ist mehr als eindeutig. Suchen wir uns hier mal den Slot 1 raus. Das bist nämlich du. Bios-Batterie habe ich gerade einmal rausgehabt. So, dann nochmal an mit dir. Aha, wir kriegen ein Bild. i5, mhm. Jo, das ist doch schön. Schön. Ihr wisst gar nicht, warum ich mich so freue über das Mainboard, ne? Aber die Z-Varianten, die kannst du zum Übertakten verwenden. Ich kann ja mal schauen, ob jemand genau das hier verkauft. Ich wette, das sind mindestens 40 Euro. Ach, guck es dir an. Eine Windows 7 Home Premium Lizenz ist auch dabei. Ey, das sorgenfreie Gehäuse. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Wohlan. Es ist nun der nächste Tag. Ich komme gerade von Chiara. Es ist 9 Uhr oder so. Keine Ahnung. Erklärt auch die Haare. Ich habe auch nicht geduscht oder so. Aber ich mache mich wahrscheinlich gleich eh dreckig. Ich mache jetzt das Gehäuse sauber, räume mir den Kram weg und baue dann irgendwas Funktionsfähiges zusammen. Wir hören uns gleich nochmal. Ich bin übrigens positiv überrascht, wie verhältnismäßig sauber das Gehäuse eigentlich war. Einmal mit dem Pinsel durch, die vorderen Staubfilter gereinigt und mit Silikonspray die schwarze Farbe hervorgehoben. Fertig. Guck ihn dir an, das ist der Knochen oder Hobel oder wie auch immer man das Ding letztendlich nennen möchte. Ich habe jetzt erstmal nur eine SSD von mir dran gepackt, damit wir die Festplatten einmal überprüfen können, welche davon am besten ist, damit wir sie verwenden können. Machen wir mit diesem Teil, habe ich von einem Zuschauer bekommen, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ja, ich muss mir so ein Ding nochmal bestellen, das vergesse ich immer und hat er mir das zugeschickt. Tada! Lüfter hören ist schon mal gut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was für eine Windows-Installation da drauf war. Oh, wir sehen auch nichts. Achso, ja, logisch, dass wir nichts sehen. Ich habe natürlich mal wieder vergessen, passiert mir immer bei solchen alten Karten, diesen Stromstecker hier anzuschließen. Dürft ihr auch nicht vergessen, sonst passiert dann wieder gar nichts. Oder das Ding sagt euch bei jedem Starten, ja, bitte Stromkabel anschließen, sonst gibt es kein Bild, ist ja logisch. Ich habe die Festplatten jetzt alle mal getestet und die Smart-Werte sind in Ordnung. Und Betriebsstunden, diese Platte hier mit 250 GB hat 30.000 Betriebsstunden, aber der Rest so 3.000, 7.000 und 7.000. Und ich habe mich nicht geirrt, die Raptor-Platten sind tatsächlich ein bisschen schneller. Ich habe vor längerer Zeit mal diese üblichen Western Digital Blau und Grün Festplatten getestet, was diese für Lese-Schreibgeschwindigkeiten haben. Da sind wir ungefähr bei 100 Megabyte pro Sekunde. Und laut einem Test auf dieser Webseite hier, HD-Tach, sagt er hier 135 Megabyte pro Sekunde. Das sind also 30 Megabyte pro Sekunde mehr. Das bedeutet, weil die ja auch nicht, also die ist zwar alt, aber 7000 Stunden ist ja nichts. Ich würde sagen, so bei hier 30.000 Stunden, 35, muss man langsam sich mal eine neue besorgen. Die gehen nicht von einem auf den anderen Tag kaputt, auf gar keinen Fall.
Ja, dann würde ich sagen, packe ich die Festplatte mal dort hinein und dann installiere ich Windows 7, weil ich ja zum einen etwas ältere Hardware hier habe. Klar, Windows 10 wird auch klappen, aber ich habe einen passenden Lizenzcode und ich denke mal, dass es hier auch bessere Kompatibilität gibt. Ich habe gerade mal die Arbeitsspeicher durchgetestet, die dabei waren, und wir haben 2x2 GB und 2x1 GB. Nur funktionieren die 2 GB Dinger nicht zusammen mit den 1 GB Dingern. Das heißt, die können wir das Kösch der Hasengebern. Ich habe es leider wieder vergessen. Es hat nicht mal jemand berichtigt, wie es heißt. Ich habe es extra nochmal rausgesucht. Marius hat gesagt, das Kösch der Hasengebber. Der Hasengebber. Das Kösch der Hasengebber. Ja, lernen wir auf jeden Fall noch. Schwäbisch, ja. Hier haben wir noch eine Sache, die relativ wenige Menschen betreffen sollte. Wenn man sich ein billiges Gehäuse kauft von eBay, hat man manchmal beim Frontpanel-Anschluss hier für die Kopfhörer kein HD-Audio, so wie es hier der Fall ist, sondern AC97. Ich habe jetzt nur AC97 genommen, weil das Kabel dann ein Stück länger ist und weil das dann nicht so runterhängt. Ich meine, das ist kein Kabelmanagement, aber es ist ein altes Gehäuse. Hinten kannst du nicht allzu viele Kabel lang führen und diese Kabel erst recht nicht, weil die dann nur bis hier irgendwo so gehen und das passt dann alles nicht und deswegen, ne, da muss man, wenn man es findet, das kann man nicht bei jedem Mainboard machen, den Frontpanel-Controller auf AC97 umstellen. Der Unterschied besteht darin, dass bei AC97 vorne in der Buchse kein Sensor drin steckt, der dem Mainboard und dem Audio-Controller sagt, yo, hör mal, hier hinten, da kommt jetzt nichts mehr raus, wir haben vorne was angeschlossen, gib gefälligst da was aus. So, und bei AC97 wird das einfach durchgängig nach vorne und nach hinten durchgeschleust. So wie ich es verstanden habe, korrigiert mich, wenn es falsch ist. Gigabit lassen wir an, den Rest schalte ich aber erstmal aus. Dann kann es sein, dass er vielleicht eine Sekunde eher hochfährt. Ah, ein BIOS-Update, vielleicht müssen wir das noch machen für die Xeon-CPU. Jedenfalls habe ich hier gerade noch, weil bei diesen vorderen Teilen einer gefehlt hat, das DVD-Laufwerk aus dem letzten Gehäuse hineingepackt, also hat sich das doch ein bisschen gelohnt. Und es ist bei diesem Gehäuse tatsächlich richtig cool. Man muss nämlich, wenn man irgendwelche Sachen einbauen will, das so machen. Dann kann man das Bauteil hineinschieben, da ist so eine Plastikschiene dabei. Und wenn das Ding dann drin ist, klappt man das einfach um und dann ist das fest. Also wirklich sehr schönes Design. Wer es noch extra sichern möchte oder diese Dinger nicht hat, kann natürlich auch Schrauben verwenden. Ach, wie ich das vermisst habe. Schon so lange kein Windows 7 mehr installiert. Ich durfte gerade erstmal den Lizenzkey eingeben. Super, ne? Normalerweise klappt das auch bei gebrauchten Mainboards immer zack und dann erkennt er schon direkt, ah, dieses Mainboard hatte mal eine Lizenz. Also können wir die weiterverwenden. Klappt in den allermeisten Fällen. Über Ninite installiere ich jetzt mal ein paar Programme, die man gebrauchen kann. Macht er automatisch Chrome, Firefox, Audacity, VLC Media Player, OpenOffice und so eine Geschichten. Wer auf der Suche nach Treibern ist, wird sie auf der Herstellerseite kriegen. Ich werde tatsächlich immer noch gefragt. Wir geben ein Asus P5P41D und landen dann auf der Asus-Seite. Und dort gehen wir dann oben auf Service und Support. Und dann gehen wir hier auf Treiber und Hilfsprogramme. Und dann wählen wir hier unser Betriebssystem aus. Wenn wir jetzt Windows 10 haben und es keine passenden Treiber gibt, dann nehmen wir einfach das nächste, was drunter ist. BIOS brauchen wir erstmal nicht, theoretisch. Und das brauchen wir auch nicht. Schauen wir mal, ob es für Windows 7 vernünftige Treiber gibt. Audio, LAN, Others, Chipset. Das ist ja schon mal richtig. Und hier laden wir dann alles einzeln runter. Die BIOS-Version brauchen wir erstmal nicht. Wer jetzt Treiber für seine AMD oder ATI-Grafikkarte sucht, geht auf die Seite von amd.com, geht hier oben auf Treiber und Support, verwendet dann entweder das automatische Erkennen und Installieren Zeugs, was die anbieten, oder sucht sich hier passend seine Karte raus. Gehen wir zu Graphics oder Professional Graphics, da muss man sich einfach mal durchklicken. Und schließlich habe ich hier unter dem Menüpunkt Radeon X war es, glaube ich, gewesen, die 1000er Serie rausgesucht. Und das installiert ihr jetzt auch gerade. Fertigstellen und dann können wir neu starten. Schade. Der Xeon ist drin. Und ja. 275 Punkte haben wir gekriegt. Ich musste nichts weiter machen, als einfach die CPU zu ersetzen. Da muss noch neue Wärmeleitpaste drauf. Da ist nämlich nur noch die andere Hälfte von dem Mist hier drauf. Das ist der 1,8 GHz Core 2 Duo. Ja, 275 Cinebench-Punkte sind definitiv nicht super duper. Ich hätte Schlimmeres erwartet.
und ich habe eine andere Windows-Installation genommen, hier von der SSD, weil ich nämlich gemerkt habe, dass ich eine 32-Bit-Version installiert habe. Ich habe jetzt den Arbeitsspeicher angeguckt, nur 4,5 GB, was ist denn da los? Ja, scheint so, als hätte ich den Stick on purpose so konfiguriert. Hier, das Ding, wo Windows 7 draufsteht. Ja, benutze ich das Ding mal ein bisschen und werde euch dann meine Erfahrungen mitteilen, was damit so alles geht. Ne? Ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit Minecraft und wie man hier sehen kann, läuft das wohl ganz in Ordnung, sage ich jetzt mal. Es gibt hier und da so ein paar kleine Ruckler, sehen wir auch an den 15 Low FPS, aber so ansonsten, ne, kann man das ganz gut spielen. Kannst du wahrscheinlich wieder als 0 Euro Minecraft PC anbieten oder so. Zudem ist mir aufgefallen, dass bei diesem Spiel der Grafikkartenlüfter so alle 10 Minuten mal für eine halbe Minute aufgeheult ist. Ich glaube, ältere Grafikkarten, die haben nur so Lüfterstufen, so idle, laut und sehr laut. Ich habe auch vorgehabt, noch ein paar andere Spiele zu testen, aber ich habe mal den Valley Benchmark installiert. Das probiere ich ja immer mal gerne aus. Wenn man da allerdings mit DirectX 11 ein Spiel testen möchte, dann wird das nichts, weil die Karte kein DirectX 11 oder 10 unterstützt. Und unter DirectX 9 haben wir da irgendwie 5 oder 6 FPS auf 720p im Low Preset. Also spielen wird man hiermit eigentlich sonst nicht mehr können. Vielleicht Cuphead oder so. Der macht aber das meiste, glaube ich, eher die CPU. Käme man jetzt auf die Idee, das als Office-PC zu deklarieren, könnte man sagen, ja, Texte schreiben oder so kannst du damit wohl machen. Also ich sage immer bei total alten oder schlechten Laptops, ja, da kannst du ein Buch mitschreiben. Geht hier auf jeden Fall ganz gut mit. Ne, sehen wir hier mein wunderschöner Tagebucheintrag vom 22.22.2022. Sollte man nun auf die Idee kommen, mit einem Office-PC bei eBay Kleinanzeigen irgendetwas zu suchen, klappt das schon ganz gut. Auf jeden Fall sehr viel besser als bei diesem Surface RT Laptop oder Tablet, zu dem ich letztens mal ein Video gemacht habe. Die Seiten brauchen ein bisschen zum Laden, Werbung ist dabei, also würde man einen Adblocker verwenden, macht das vor allem bei älteren PCs Sinn, dass die Seiten dann vielleicht ein bisschen schneller aufrufen. Besuchen wir dann einmal die Seite der Bild, dauert es so lange, die Seite aufzurufen. Ich habe mir mal sagen lassen, dass die Seite etwas anspruchsvoller ist, wenn sie geladen werden soll. Und dann noch eine Sache, die mich tatsächlich sehr überrascht hat, bei YouTube. Ich habe mir da ein Video mal angeschaut, in Full HD mit 50 FPS und das klappt tatsächlich. Auch mit dieser uralten Grafikkarte von 2006, aber auch da würde ich sagen, macht das meiste wirklich die CPU. Ne? Sehen wir da unten 1080p 50 oder hätten wir gesehen, wenn die Kamera vernünftig fokussiert hätte. Dazu muss ich noch sagen, dass ich den HDMI-Ausgang vom DVI-Adapter mit meiner Capture-Karte nicht aufzeichnen konnte, weswegen ich das jetzt auch vom Monitor hier abfilme. Und fällt euch das mal auf, man guckt ein Video von mir an, ne, und rechts sind nur Videos von mir. Was soll das? Das ist Reizüberflutung schon fast. Und was würdet ihr sagen? Ich für meinen Teil sage, ja, das hat sich wohl gelohnt, das ist wohl ein ganz schöner PC. Vor allem bin ich das von Sockel 775, vor allem mit nur 4 GB Arbeitsspeicher, nicht mehr gewöhnt bei einer normalen Festplatte, wenn sie denn als normal zu bezeichnen ist, dass der PC auf mich hört, wenn ich was sage. Wenn ich ihm sage, öffne dies, öffne das, dann macht er das direkt. Man hört in diesem Falle tatsächlich die Festplatte ein bisschen rackern, aber das ist auch ein Modell mit 10.000 Umdrehungen und ist tatsächlich das zweitteuerste Bauteil. Wenn man sich aktuelle Preise dafür mal anschaut, 25 Euro muss man dafür hinlegen, für das günstigste Modell bei eBay. Aber man kann auch sehr viel mehr bezahlen für so ein Ding. Über 100 Euro, tatsächlich. Ist wahrscheinlich eher so ein Sammlerding oder für Server, keine Ahnung. Also auch eine ganz kuriose Größe von 150 GB, aber die Platte ist eben schneller, das hat man wohl gemerkt. Ansonsten, Lautheit des PCs. So eigentlich gar nicht. Die Cooler Master Lüfter, die beim Gehäuse dabei waren, die laufen ja durchgehend auf 12 Volt, aber die habe ich eigentlich nicht gehört. Habe ja gerade mal erzählt, bei Minecraft ist einmal dieser kleine Lüfter aufgeheult, aber der macht auch nur so ein Quieken. Ganz im Gegensatz zu heutigen Karten, dass man die dann wirklich lauthals hört, vielleicht auch noch im Nebenzimmer, wie bei einem Server zum Beispiel. Es ist vielleicht aufgefallen, dass in diesen beiden Videos besonders viele Zeitraffer dabei gewesen sind, wie ich Auto fahre. Und das ist ein technikkellerisches Stilmittel, um zu zeigen, dass man sehr viel Auto gefahren ist. Ich habe in die Kommentare geschaut und es wurde auch öfter mal angemerkt, dass ich ziemlich viel Auto gefahren bin und das ganze Geld nur in den Sprit investiert habe.
Und zusammengerechnet kommen da um die 350 Kilometer bei raus, die ich jetzt gefahren bin. Das sind an Spritkosten 35 bis 40 Euro bei 8 Liter. Würde man jetzt Chiaras Auto nehmen, das ist ein Skoda 1,2 Liter TDI, der verbraucht 3 bis 4 Liter auf 100 Kilometer. Da wären wir dann, weiß ich nicht, bei 20 oder 25 Euro vielleicht. Da hätte sich das auch mehr gelohnt. Aber wenn man tatsächlich die Einzelpreise, wenn ich alles einzeln verkaufen würde, ich habe gerade mal kurz recherchiert, zusammenrechne, dann landen wir da bei um die 110 Euro. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, ihr könnt ja gerne das Video nochmal anschauen und dann gucken, was ich alles bekommen habe, was jetzt in dem PC verbaut ist. Ich rede noch nicht von dem ganzen anderen Rest, von dem 1155er Board und so weiter. Da kommen dann nämlich nochmal ganz grob 70 Euro drauf, wenn wir ganz normale eBay-Kleinanzeigenpreise gerade nehmen. Das teuerste ist tatsächlich das Gehäuse, das kann man gerade kaufen über eBay-Kleinanzeigen für 35 Euro, muss man dann aber wahrscheinlich persönlich abholen, weil das ist, also, ne? Es ist eine Armlänge hoch und eine Armlänge lang, wenn ihr noch nie einen wirklichen fetten MIDI-Tower gesehen habt, damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe noch die anderen Teile übrig. Soll ich damit noch was machen? Oder generell noch mal irgendwas, so vorschlagsmäßig? Also die eigentliche Frage lautet, wollt ihr dieses Ding noch mal sehen oder eher nicht? Lasst mal da eine Meinung zu da. Hätte ich vielleicht noch mehr Spiele testen sollen oder können? Ich meine, die Grafikkarte ist von, ich schätze jetzt mal 2006, 2007. Gerade habe ich noch so aus dem Augenwinkel einen Kommentar gelesen, hier vom Handy, so mal eben drauf, dass das jemandes erste Grafikkarte gewesen ist. Wie war es mit der Grafikkarte? War es gut? Aber für, ne, was willst du dann auch testen? CSGO oder so? Also, ja, kann man machen, keine Frage, aber ist nur die Frage, ob ihr das sehen wollt oder ob ihr euch schon denken könnt, ja, okay, läuft vielleicht mit maximal 30 FPS oder so. Dann war es das jetzt auf jeden Fall erstmal von mir. Ich warte auf ein wenig Resonanz, auf Vorschläge, ob ihr das Ding überhaupt nochmal wiedersehen wollt hier oder ob wir das verbannen sollen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Und nein, ich habe natürlich nicht vergessen, dass wir mit dem Medion-Ding immer noch was machen wollen. Und es wurde abgestimmt für etwas, was ich noch nie gemacht habe. Könnt ihr selber nachschauen, welcher Kommentar am meisten Daumen gekriegt hat. Das wird noch spaßig. Ja, also dann, bis demnächst. Ciao, ciao.